Also, wie lautet der Titel der heutigen Sendung? Ach, Opa, hör auf. Immer musst du einen Titel oder einen Orden haben. Militarist? Quatsch. Wir Klimbims hatten bei unseren Auftritten in dieser schwachsinnigen Sendung immer einen Titel. Vor ein paar Wochen mit dem Horst Frank, da hieß das Drama Ein Mann für Mama. Und dann mit der Ursula Noack, da hieß die Chose Besuch der alten Dame. Und heute nennen wir das Werk eben frei nach Schiller. Wem die Stunde schlägt. Richtig, denn heute werden wir ja mal wieder abgeschafft. Oh Schreck, das hatte ich ja fast vergessen. Und ich, Idiot, habe mich heute Morgen noch gewaschen. Also los, ihr Bande, macht mal einen vernünftigen Vorschlag. Wie hauen wir diesmal ab? Also einfrieren wie beim ersten Mal lasse ich mich nicht mehr. Da wäre mir ja fast was abgebrochen. Was denn? Die Nase, die Müllschlucker. Und in den Weltraum wie beim letzten Mal will ich auch nicht mehr. Da kommen einem immer die Männer abhanden. Richtig, da muss sich unser Autor endlich mal was Neues einfallen lassen. Als ewig diese Sadismen. Verdammt nochmal, heute sind die Eier zum ersten Mal richtig gekocht. Henkersmahlzeit. Sadisten sind das. Wenn wir das letzte Mal über die Erde gegangen sind, sollten wir vielleicht diesmal unter die Erde gehen. Das ist eine sehr gute Idee von dem Kind. Da stöbern sie uns auch so leicht nicht wieder auf. Wir können uns ja ein U-Boot mieten. Halten Sie den Mund, Sie Scharfscherer. Erstens sind Sie nicht schwindelfrei, zweitens können Sie nicht schwimmen, drittens lehne ich die Sache ab. Wasser hat keine Balken, alte Infanterieweisheit. Dann mach doch einen besseren Vorschlag, Opa. Wir legen uns, wie es sich gehört, in die Familiengruft. Wir mauern uns ein. Auf diese Weise erhalten wir der Nachwelt unsere kostbaren Gebeine. Ihr solltet jetzt alle in Ehrfurcht erstarren. 2000 Jahre europäischer Geschichte blicken auf euch an. Mensch, erzähl bloß keine Ammenmärchen. Erstens, wenn ich dich duze, hast du mich trotzdem zu siezen, du Seifensieder. Und wenn es die Jolante mit dir treibt, so heißt es noch lange nicht, dass sie dich damit auch adelt. Zweitens werden wir dir jetzt unsere Ahnentafel vorbeten, dass dein Kleinhirn den großen Flattermann bekommt. Los, Gabi, zeig's dem Stinker. In diesen heiligen Hallen ruhen Benvenuto Klimbim. Strychninbene genannt. Er war zweiter Giftmischer unter den Borgias. Darum hier Klimbim, der Widerwärtige. Der war Hauptfolterknecht am Zarenhof. Hilarius Klimbim, der Übelriechende. Hilfsleichenflatterer unter dem großen Kurfürsten. Polycarp Klimbim. Ihn nannten alle Damen den Dreibeinigen. Quasimodo Klimbim. Der Rostfreier, er war Halsabschneider unter Heinrich dem Achten. Und Caesarius Klimbim, der Heldenzeuger. Er war der Zeuger unseres herrlichen Opas. Ohne ihn wären wir jetzt nicht hier. Ich hab's doch gleich gesagt. Dieser Faschist ist unser Verhängnis. Jetzt muss ich zum ersten Mal über diesen Regimentstrottel lachen. Aber warum denn dieser Wandel, Opa? Ich freue mich so. Aber warum denn, Opa? Das ist die schönste Stunde meines Lebens. Warum denn? Weil diesem Sittenstrolch heute Abend noch das Licht ausgeblasen wird. Gabi! Schnaps her, das Ende naht. Ich will aber nicht lebendig begraben sein. Auch gut, dann schlagen wir dich eben vorher tot. Aber nehmt keine vollen Flaschen. Wollen wir es uns nicht doch mal richtig gemütlich machen? Richtig, wer im Elend stirbt, ist selbst dran schuld. Prost! Prost, Prost! So, jetzt mal zur Sache. Wir wollen uns hier einmauern und dann müssen wir langsam anfangen. Denn nichts ist schlimmer, als auf den Tod zu warten. Der Schnaps ist alle. Doch, eins ist schlimmer, vom Tod überrascht zu werden und es ist noch Schnaps übrig. Da hast du auch wieder recht. Dann rühre ich jetzt schon mal den Mörtel an, ja? Hm? An alles haben wir gedacht, nur an Wasser nicht. Aber wieso denn? Wir haben doch genügend Himbeergeist dabei. Klar. Oder meinst du, ein echter Klimbim lässt sich mit Leitungswasser einmauern? So. Wenn er blasen wirft, ist er richtig. Lass mich mal. So einen leckeren Mörtel habe ich schon lange nicht mehr geschluckt. Wenn er schmeckt, ist er fertig. Lass mal sehen. Klebt fantastisch. Ans Werk. Das bleibt so. Dann können wir wenigstens in Ruhe das Zeitliche segnen. Also ich finde das Ganze wieder eine große Scheiße. Aber wieso denn? Weil ich schon wieder als Jungfrau sterben muss. Mach dir nichts draus, mein Kind. Es bleibt dir immer noch der Suff. Also Prost. Gut, dann sauf ich mir jetzt einen an. So ist es gut, meine Tochter. Einen Kerl sauf ich mir an, du Lottermutter. Und einen hübschen obendrein. Oh. Jawohl, ein, der nach Himbeergeist riecht. Prost. So, der Mörtel ist alle. Höchste Zeit, dass wir uns jetzt einmauern. Also gut, dann nehme ich jetzt den Fernsehgips. Der schmeckt zwar nicht, aber der killt so schön. Tschüss, mein Schatz. Es war schön mit dir. Aber im Grunde reichen natürlich 6 Folgen nicht aus, um wirklich glücklich zu sein. Eigentlich schade, dass wir heute gehen müssen. Dienstag 20.15 Uhr war für mich immer wie Weihnachten an der Westfront. Jetzt muss ich sentimental, sonst fange ich gleich an zu heulen. Heul bloß nicht, sonst schlackern mir die Knie. Ja,
Gott sei Dank macht der Zement so schön steif, da sterbe ich wenigstens aufrecht wie ein Held. Wenn dieser Zivilistenlümmel noch einmal das Wort Held in den Mund nimmt, dann schlage ich ihm das Maul zum Bombentrichter. Wer ist denn das? Das ist der Henker vom deutschen Fernsehen. Der buddelt uns beide ein. Hat er denn Erfahrung? Na klar, der hat schon viele Serien gekillt und Schauspieler und Regisseure. Manchmal arbeitet er auch für die Presse. Und was machen wir mit Heinrich? Der hält die Ehrenwache. Und wenn er bellt, wissen wir wenigstens, wir haben Besuch. Also meinetwegen könnt ihr jetzt das Licht ausmachen. Na, dann macht's mal gut, alle meine Lieben. Also ich fühle mich schon wie ein richtiges Denkmal. Gute Nacht, Opa. Und wenn du mal einen Schnaps brauchst, klopf an. Ich hab mir eine Bulle mit eingemauert. Gute Nacht, meine Göre. Gute Nacht, mein süßer Adola. Gute Nacht, du alte Schreckschraube. Kalube! Heiratsschwindler! Diese Sprüche haben die alle von mir. Schon dabei. Ich würde heute Nachmittag gerne zu einer Beerdigung gehen, Herr Direktor. Kommt nicht in Frage. Ich weiß, aber ich würde trotzdem gerne... Zu welcher Beerdigung würden Sie denn gerne gehen? Zu Ihrer. Herr Ober, was macht denn die Fliege in meiner Suppe? Brustschwimmen. Dumme Antwort. Dumme Frage, dumme Antwort. Was war denn so dumm an meiner Frage? Na, was die Fliege in der Suppe macht. Was macht sie wohl in der Suppe? Dumme Frage. Na, sehen Sie... Danken Ihnen für Ihren Auftrag und so weiter. Sagen Sie, Fräulein Offenbach, hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie sehr hübsch sind? Ich möchte fast sagen, schön. Oh nein! Sicher, ich meine, diese Brille da, die brauchen Sie doch gar nicht. Nein, diese Brille brauche ich nicht. Ohne Brille sieht man doch erst, wie schön Sie sind. Und Sie sehen bestimmt auch alles viel schöner. Meinen Sie? Ja. Ja, ohne Brille sehe ich alles sehr viel besser. Und sehen jetzt, wie schön Sie sind? Ja, und Sie... Oh Gott, ich habe gar nicht gewusst, wie hässlich Sie sind. Herr Ober, diese Austern da sind ja wahnsinnig klein. Jawohl, Madame. Und Früchte sind sie auch nicht mehr. Die schmecken ganz scheußlich. Na, da haben Sie ja richtig Glück, dass Sie so klein sind. Hände her und Geld hoch. Sie meinen wohl Hände hoch und Geld her. Ja, ja, natürlich. Aber wissen Sie, das ist mein erster Überfall. Herr Ober, Herr Ober, ich hätte bitte einen Kaffee ohne Sahne. Tut mir leid, aber wir haben im Moment keine Sahne. Gut, dann nehme ich einen Kaffee ohne Milch. Überfall, Geld her oder Sie sind eine Leiche. Nein, nein, nicht in bar. Zahlen Sie es auf mein Konto ein. Gottes Willen, wer hat dich denn so zugerichtet? Der gute Neumann. Der gute Neumann? Wieso der gute Neumann? Dieses Schwein schlägt dich zusammen und du nennst diesen Dreckskerl noch der gute Neumann. Dieses Mistvieh, dieser brutale Tagedieb, dieser... Psst. Man soll nicht schlecht über Tote reden. Hör mal,
Riecher, du musst dich wirklich dran gewöhnen, pünktlicher zu sein. Die Show sollte schon vor 2 Stunden anfangen. Tut mir leid, Ingrid, ich war ja pünktlich hier im Gebäude, oben im 7. Stock. Und dann bin ich aus dem 7. Stock auf die Straße gefallen. Aber dazu braucht man doch keine 2 Stunden. Wie siehst du denn aus? Gehst du zu einer Beerdigung? Nein, Gott sei Dank, er hat nur eine Gehirnerschütterung. Langsam, langsam. Wer hat eine Gehirnerschütterung? Na, der Heinz, meine neue große Liebe. Ah, das ist doch der Sänger, der dir schon seit Monaten nachläuft. Ja, wir sind uns gegenseitig nachgelaufen. Ja, und wie ist das passiert? Er hat irgendwo in einem kleinen Dorf gesungen und da hat man ihn mit Pflaumen beworfen. Pflaumen? Aber davon kriegt man doch keine Gehirnerschütterung. Doch, die Pflaumen waren ja noch in der Dose. Ich habe ein schönes neues Rätsel für dich. Schieß los, wie geht es denn? Es ist weiß und süß und du gebrauchst es im Café. Zucker. Du kennst es schon. Willst du mich heiraten? Es tut mir leid, aber pro Patient sind nur 2 Besucher gestattet. Oh, Verzeihung, Schwester. Liebling, willst du mich heiraten? Ihr Leben. Sind Sie wahnsinnig? Ich habe doch gar kein Geld. Das sagen Sie alle. Oh, bitte schauen Sie meine Handtasche nach. Wenn Sie einen Pfennig finden, können Sie ihn gerne behalten. Ja, ja, ich kenne Ihren Typ. Sie haben das Geld doch irgendwo versteckt. Nein, wirklich nicht. Glauben Sie mir, ich habe kein Geld. Ich habe gar nichts. Verdammt nochmal, wo steckt denn das Geld? Ich höre Ihnen, ich habe kein Geld. Aber wenn Sie so weitermachen, kleiner, schreibe ich Ihnen gerne einen Scheck auf. Das ist ein Überfall, alles Geld aus der Kasse nehmen und mir aushändigen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 13 Worte macht 8 Mark. Oder wollen Sie es als Glückwunschtelegramm? Herr Ober, ich hätte gerne Austern, aber sie dürfen nicht zu groß sein und nicht zu klein. Und sie dürfen auch nicht zu salzig sein und nicht zäh und natürlich auch nicht zu alt. Und dann hätte ich gerne die Austern kalt und zwar sofort. Verstehen Sie? Natürlich. Nur noch eine Frage. Ja? Möchten Sie die Austern mit oder ohne Perlen haben? Geben Sie mir $10.000, aber schnell! Nicht so schnell, mein Junge, nicht so schnell. Entschuldigung. Geben Sie mir $10.000, aber schnell. Das klingt schon besser. Geben Sie ihm das Geld. Die Klimbim-Familie ist also nun auch den Weg alles Irdischen gegangen und uns Klimbim-Spielern bleibt auch nur noch ein halbes Stündchen, bis uns das Fernsehen endgültig aus seinem Programm verbannt. Und da stellt sich uns natürlich folgende Frage: Wie nützen wir diese kostbaren letzten Minuten? Aber die Antwort lag nicht weit. 3 Jahre lang haben wir Ihnen nun dumme Witze erzählt, aber für die Ewigkeit haben wir immer noch nichts getan. Also bieten wir Ihnen zum Schluss kein Klimbim mehr, sondern seriöses, ja, ich möchte fast sagen, klassisches Theater. Und an Mitspielern haben wir daher heute Abend auch keine Komiker und Clowns eingeladen, sondern die großen Mimen unserer Tage, die wir sonst immer nur auf den Bühnen des klassischen Theaters bewundern dürfen. Meine Damen und Herren, Sie sehen jetzt das dramatische Werk von Jean-Pierre Richelieu, L'Installateur arrive oder Der Klempner kommt. Viel Spaß.
dachte, du willst und jetzt willst du gar nicht. Monique, jetzt sind wir schon zig Jahre verheiratet und du solltest endlich wissen, wenn ich auf dem Bett sitze, heißt das, ich muss weg. Und wenn ich mich ausziehe, heißt das nicht, was du denkst, denn ich ziehe mich nicht aus, ich ziehe mich um. Ich muss zum Friseur. Zum Friseur? Heute schon wieder? Ja. Wann? Na jetzt. Das geht nicht, ich habe den Klempner bestellt wegen der Dusche. Na gut, dann warte ich eben den Klempner ab und gehe dann zum Friseur. Andauernd ist in dieser blöden Wohnung was kaputt. Von dir ganz zu schweigen. Ja, ich weiß, du willst ausziehen, aber ich sage dir, das ist Wahnsinn. 10 Zimmer für 500 Frauen, das kriegen wir nie wieder. Und bei deinen Kleider- und Friseurrechnungen können wir uns in dieser Gegend gar nichts anderes leisten. Da musst du eben deine Prozesse gewinnen und nicht verlieren. Dann können wir uns eine feinere Wohnung in einer noch feineren Gegend leisten. Mach mich nicht rasend, Liebling. Du wartest jetzt schön auf den Klempner und dann gehst du hübsch zum Friseur. Klar? Tschüss, bis heute Abend. Alfred Jambon, dein Liebhaber. Ich bin's. Du kannst doch nicht einfach kommen, wann du willst. Stell dir vor, mein Mann wäre noch da. Erstens hast du mir deine Schlüssel gegeben und gesagt, ich soll immer kommen, wenn ich mich nach dir sehne. Und zweitens habe ich natürlich Acht gegeben, dass der Mann vorher aus dem Haus war. Der Arme. Jetzt verliert er wieder zum 100. Mal einen Prozess und zum 1000. Mal die Treue seiner Frau. Sprich nicht so von Jean Delacroix. Er ist ein berühmter Anwalt. Und außerdem geht's jetzt sowieso nicht. Ich warte auf den Klempner. Was hast du mit dem Klempner? Was kann man mit dem Klempner schon haben? Probleme! Da ist er schon. Schnell weg, versteck dich, er darf dich nicht sehen. Da muss ich weg. Oh, bonjour, Monsieur Installateur. Kommen Sie doch rein, kommen Sie rein. Ja, das ist aber hier sehr nett, sehr schön. Sagen Sie, Madame, was ist denn bei Ihnen eigentlich verstopft? Die Dusche, ja. Das werden wir gleich haben, das ist ja kein Problem, denn wir haben ja unsere Klempnersprüche. Ist bei dir mal was verstopft? Freu dich doch, der Klempner klopft. Kennen Sie diese Sprüche? Nein, bis jetzt noch nicht. Ja, auch kein Problem, denn in 5 Minuten sind Sie mich ja wieder los und jetzt fangen wir gleich mit der Arbeit an. So. Da drüben ist die Bar. Nehmen Sie sich doch einen Cognac, ja? Nein. Vielleicht später eine Flasche Bier. Ah, jetzt spürt mich aber das Bett hier. Das werde ich zurückschieben. Nein. Eins, zwei. Und Sie fassen hier diesen Draht an. Und jetzt fangen wir gleich an. Ja. Also, diese Dusche ist verstopft. Ja, sie läuft nicht. Aber nein, sie tropft. Ich lebe noch, aber du solltest da drin mal Staub wischen. Schnell, versteck dich irgendwo, bis der Klempner weg ist. Oh Quatsch, geh doch lieber nach Hause. Bist du verrückt? Ein Liebhaber kriege ich alle Tage. Aber wann kommt schon mal ein Klempner? Los, rein in die Bar, Flasche zu Flasche. Bist du geht's Ihnen gut, ja? Mir schon. Und Ihnen? Mir nicht. Nicht zu kommen. Alfred ist aber wieder im Kommen. Es steht in allen Zeitungen. Aber Sie können ja nicht mal richtig lesen. Sie sind charmant und galant wie eh und je. Das stimmt, aber das werden Sie auch nicht ändern. Ist er nicht süß? Sagen Sie doch zur Abwechslung mal was Süßes. Sirup. Darf ich jetzt wieder gehen? Wozu sollten Sie denn überhaupt kommen? Als Jassi, blöde Pute. Dann darf ich Ihnen vielleicht einen Drink anbieten, ja? Nee, bei mir nicht, ja. Ihre Mausefallen, die kenne ich ja schon. 2 Kerle haben Sie schon im Schrank und ich will nicht der Dritte sein. Wenn, Dennis Alfred Tetzlaff, ein Mann für 3 Frauen. Guten Abend.
Es hat geklingelt, Madame. Oh, stimmt! Das dauert ja wieder endlos, bis du mal die Tür aufmachst. Aber schön. Ist der Klempner schon da? Ach ja, prima. Er hat ja eine tolle Rolle. Na, ich weiß nicht, ob er so eine tolle Rolle hat. Normalerweise kommen Ehemänner wieder zurück, weil sie eifersüchtig sind. Aber ich habe wirklich meinen Schirm vergessen. Ich denke, der Klempner repariert die Dusche. Was macht er denn in der Bar? Ja, ich weiß auch nicht. Ja, ja, so sind sie, die Handwerker. Erst saufen, dann arbeiten. Liebling, sieh zu, dass der Kerl endlich zum Zuge kommt. Oh ja, das will ich schon lange. Und vergiss nicht, zum Friseur zu gehen, wenn der Klempner weg ist. Siehst du, dein Mann will auch, dass ich bei dir endlich zum Zuge komme. Haben Sie einen Hammer? Gut, dass ich Sie treffe. Sie sind wahrscheinlich der Herr des Hauses. Oh, diese Reparatur wird Sie teuer zu stehen kommen. Sie kennen ja die Klempnersprüche. Wenn der Klempner im Dunkeln steht, hat sich die Rechnung schon erhöht. Ja, die alten Klempnersprüche. Schnell weg! Ja, warum, wieso, wohin? Nein, nicht Sie, er! Ja, immer ich. Ja, und ich, was mache ich? Na, Sie machen weiter. Ich mache weiter, ja, aber ohne Hammer ist das sehr schwer. Ich habe immer einen Hammer. Also, Frau Monique, bei uns läuft das Wasser durch die Decke. Und dabei haben wir gerade erst neu renoviert. Aber Monsieur Lavache, wir haben ja schon den Klempner im Haus. Das muss ein Dilettant sein. Wo ist der Kerl? Ich bringe ihn um. Wo ist der Kerl? Das ist eine Katastrophe, meine liebe Madame Monique. Seit einer halben Stunde soll ich die Neunte von Beethoven dirigieren. Tapatipu, tapatipu, tapatipu. Und da tropft mir ihr Wasser auf meinen Stab. Mein Stab? Ach, seien Sie doch froh. So früh am Morgen schon Beethoven, da hört Ihnen doch sowieso keiner zu. Thomas, Proben, liebste Proben. Das Konzert ist natürlich erst heute Abend. Aber wenn ihr Wasser weiterhin auf... Aha! Da ist ja gar kein Klempner. Sie haben wohl vergessen, die Dusche abzustellen, ha? Naja, wenn Sie wollen, dass ich Ihnen dieses kleine Missgeschick verzeihe, so stehe ich natürlich voll und ganz zu Ihrer Verfügung. Oh, Monique. Es brennt wirklich. Guten Morgen, Monsieur. Guten Morgen. Dieser Herr soll Ihr Klempner sein? Nein, ja. Aber Monique, bei mir brauchen Sie doch nicht versteckt zu spielen. Für sowas habe ich doch vollstes Verständnis. Ach, vergessen Sie, dass ich Dirigent bin. Lassen Sie mich Ihr Klempner sein. Ich krieg keinen Hammer. Im ganzen Hause ist kein Hammer. Vielleicht ist doch das. Ja, schon wieder einer. Das... Die Dusche geht, der Klempner ist weg und meine Frau beim Friseur. Elvira, komm, die Luft ist rein. Also schon, ich hasse diese Heimlichkeiten. Immer hast du nur ein Stündchen Zeit für mich. Ein Stündchen ist besser als kein Stündchen. Ich habe ja auch gar nichts gegen die Stündchen mit dir. Aber dieses Versteckspiel ist so schrecklich. Ich fühle mich immer so beobachtet. Aber kein Mensch beobachtet dich hier. Wir sind ganz allein. Fast allein. Komm, lass uns endlich anfangen. Oh, ich hasse deine Wohnung. Ins Hotel gegangen. Diese verdammten Bengel von der Straße. Aber das ist ja wieder zu teuer. Darum müssen wir uns in diese grässliche Wohnung hier schleichen. Auch das noch. Ein richtig verschwiegenes Plätzchen hast du hier. Verzeihen Sie, haben Sie meinen Fußball gesehen? Ja, er ist ganz zufällig durch meine Fensterscheibe gezogen. Ja, wenn Kleidung ist, hat trainiert und Schach geschossen. Ich sehe, verstehen Sie ja auch etwas.
von tollen Schüssen. Ja, ist schon gut. Nehmen Sie Ihren Ball und wenn Sie gleich wieder verschwinden, dann brauchen Sie die Scheibe auch nicht zu bezahlen. Ach, wissen Sie, wenn ich mir die Sache so richtig betrachte, bezahle ich lieber die Scheibe und bleib noch ein bisschen hier. Ne? Ja, bleiben Sie doch ruhig noch ein bisschen. Es wird sicher noch sehr lustig hier. Polizei! Ihnen ein Fußballer! Ja, bitte, kommen Sie herein, Monsieur le Commissaire. Jetzt will sogar schon die Polizei von mir Autogramm. Madame! Monsieur le Commissaire? Diese bezaubernde junge Dame, die ist es doch wohl nicht. Natürlich ist sie nicht der Fußballer. Wo ist er denn? Er war doch gerade noch da. Ja, was wollen Sie denn von ihm? Das wissen Sie doch. Bundesliga-Skandal. Ja, ich denke, der Skandal ist längst aufgeklärt. Das ist ja verständlich, aber die Schwindler haben wir immer noch nicht. Ja, und dieser flotte Draufgänger von eben soll einer der Sünder sein? Oh, Madame, in Ihrer Gegenwart wähne ich doch keine Sünder. Natürlich nicht. Ja, und in einem Schwank, da muss man ja doch auf alles gefasst sein. Ja, und in Schwenken kennen Sie sich ja nun wirklich aus, Monsieur le Commissaire. Oh, Madame, der schönen Worte. Höre ich gerne. Ja, und wie geht der Schwank nun weiter? Ja, also Sie verstecken sich jetzt hinter der Tür und warten, bis der Fußballer wiederkommt. Aber er kommt... Oh, kommt er denn wieder? Er kommt bestimmt wieder, so wie ich die Wohnung hier kenne. Bist du wahnsinnig? Warum schmeißt du den Kerl nicht raus? Weil es mir hier langsam unheimlich wird. Ein Fußballer, der sich in Luft aufgelöst hat und eine Frau, die jeden Moment wiederkommt. Oh, da bin ich schon froh, dass ein Polizist im Hause ist. Siehst du, wie gut es ist, dass er da ist? Das ist bestimmt deine Frau. Hier ist kein Platz für dich, du Idiot. Also, Monsieur, es ist mir wirklich zu viel. In meiner Wohnung sieht es aus, als hätte die Maria Schell darin geweint. Sagen Sie mal, welcher Idiot braust hier schon seit 2 Stunden? Ach, wer sind denn Sie? Der Klempner, das habe ich Ihnen doch schon mal gesagt. Monsieur, nehmen Sie sich in Acht vor solchen Klempnern. Sie haben wohl einen nassen Hut auf. Ja, das stimmt. Bravo, jetzt ist Ihre Ehre wieder hergestellt. Aber für den Wasserschaden müssen Sie selbstverständlich zahlen. Aber Monsieur Lavache, Sie können doch nicht... No. Das geht in die Zehntausende, mein Lieber. Nehmen Sie sich einen Anwalt. Ich bin ein Anwalt. Ja, aber ein schlechter. Aber für das bisschen Wasser reicht. Bisschen Wasser, ich will immer bisschen Wasser. Meine Wohnung ist überschwemmt, fragen Sie Ihre Frau. Meine Frau? Wieso meine Frau? Ja, die liegt in meiner Wohnung auf der Couch und starrt gegen die Decke. Auf Ihrer Couch und starrt gegen die Decke? Ja, sie kann es gar nicht fassen, was bei mir da unten alles so los ist. So. So. Und jetzt suche ich meine Frau. Ach, Klempner. Das ist ein Irrenhaus. Sie haben recht, das ist ein Irrenhaus. So ein herrliches Weib hätte ich dem alten Delacroix gar nicht zugetraut. Aber bitte verraten Sie mich nicht, seine Frau ist so eifersüchtig. Mademoiselle, es gibt ja so gewisse Methoden, mir den Mund zu stopfen. Na? Oh. Diese Wohnung macht mich noch wahnsinnig. Ihre Frau. Meine Frau? Ihre Frau kommt. Aber die ist doch weg. Sie war weg und jetzt ist sie wieder da und gleich ist sie hier. Wer ist denn da? Ich bin die 9. von Beethoven. Mein Beethoven. Na, bei seiner 9. Da ist er nicht. Ich war ja dort. Ich wette, er ist hier. Wieso hier? Bei mir? Mein Mann war schon immer scharf auf sie. Da ist seine 9. Das ist nicht ihr Mann. Das ist der Klempner. Ja, der Klempner. Was kann ich sagen? Ja. Wo geht sie denn jetzt hin? Das ist ihr Mann auch nicht. Ich bin der Klempner. Hier muss ein Nest sein.
Ich bin nicht der Klempner, ich bin Rosi Mittermeier. Sagen Sie es freiwillig, wo ist mein Mann? Ich weiß nicht, nein. Ich möchte wetten, Sie sind auch ein Klempner. Aber natürlich, das sehen Sie doch. Sie sind ja wirklich schlimmer, als ich dachte. Ich schwöre Ihnen, der Klempner ist neu. Jetzt kommt er. Der Klempner? Nein, mein Mann. Lassen Sie ihn rein, aber sagen Sie kein Wort, sonst beiß ich Ihnen was ab, Sie Nymphomanin. Wenn Sie Hunger haben, in der Küche steht noch was. Ja, ich. Ah. Los, machen Sie schon auf. Du hier, ich denke, du bist unten bei Lavash. Wenn du mit dem Kerl was anfängst, dann bringe ich dich um. So, und jetzt geh wieder runter zu ihm. Spinnst du? Nein, geh runter und beobachte das Wasser. Er will uns verklagen, er und seine alte Schlampe. Psst. So ein Quatsch. Und dünn ist die Decke nun auch wieder nicht. Hallo, geh, geh, geh. Ja. Elvira. Hast du gerufen, Liebling? Lavash, was machen Sie mit meiner Geliebten? Haben Sie meinen Mann gerufen? Nicht hier weg hier! Wer hat Ihren Mann gerufen? Ich würde Ihren Mann wirklich nicht rufen, Madame. Das wird er sein. Wer? Mein Mann! Nein, das ist nicht Ihr Mann. Nein! Oh, das wird der Detektiv sein, Gott sei Dank. Na endlich, da sind Sie ja. Ich habe schon gewartet. Kommen Sie rein. Kommissar Mabel. Ermittlungen aller Art, diskrete Überwachung, zivile Preise. So ein Quatsch. Sie brauchen sich doch nicht vorzustellen. Sie kennt doch jeder. Außerdem habe ich Sie ja engagiert. Also was ist los? Was treibt meine Frau? Keine besonderen Vorkommnisse. Ja, von wo aus haben Sie sie beobachtet? Von gegenüber. Detektive beobachten den Tatort immer von gegenüber. Da übersieht man den gesamten Verkehr. Ja. Aber nichts gewesen außer Spesen. Ja, das habe ich mir gedacht. Kommen Sie, verstecken Sie sich hier. Und teilen Sie mir alles mit, auch wenn meine Frau telefoniert. Jawohl, alles klar, diskret, zivil. Moment, wir machen ja meinen Mantel ganz schmutzig. Na und, was soll's? Colombo hat auch keinen sauberen Mantel. Colombo? Wer ist denn das? Meine Frau ist weg und ich gehe jetzt auch. Und in der Zwischenzeit würde ich einigen von Ihnen empfehlen, auch hier zu verschwinden. Gestatten, Mabeuf, zivile Überwachung, diskrete Preise, hier meine Karte. Scheiße, gelbe Karte, die Kerle sind mir auf der Spur. Krieg keinen Hammer. Ich verstehe das nicht. Im ganzen Hause ist Gott vielleicht da. Vielleicht hier. Das wäre die Bepunkte. Was wollen Sie denn hier? Ich wollte nur mal nachfragen, ob Sie vielleicht noch alle Tassen im Schrank haben. Erde, hier hast du ein Bier. Verschwinde. Ach, kaum steht ein Klempner vor der Tür, da kriegt er schon das erste Bier. Also Sie sollten sich schämen, Monsieur Lavash, meine Lage so aus. Fräulein Elvira, diese Lage ist doch nur eine Notlage. Hab ich dich endlich, du Schuft? Und wer sind Sie? Ich dachte, ich wäre die Neunte, aber ich bin auch nicht mehr so sicher. Nee. Oh mein Gott. Das ist bestimmt die Frau von Jean. Hallo, wen wollen Sie sprechen, Monsieur Installateur? Ja, der ist noch da. Nein, der kann doch nicht zurückkommen. Nein! Doch, ich bin ja fertig. Um Gottes Willen bleiben Sie da drin. Sie kriegen von mir, was Sie wollen. Sogar mit Mehrwertsteuer. Mein Name ist ein faires Angebot. Also es dauert noch eine Weile, ja? Wiederhören. Ich sehe jetzt mal nach, wo mein Mann ist. Und wenn die Luft rein ist, verschwinden Sie. Ach, Madame, Sie tun mir leid. Sie zahlen ja noch die Wartezeit. Lassen Sie Ihre dummen Sprüche. Die Lage ist viel zu ernst. Ja, das merkt man. Da warst du nicht deine Neunte erwische, die kann was erleben. Ich hab mir überlegt, ich bin gar nicht die Neunte.
Ich bin die kleine Nachtmusik. La, la, la. Das ist das Einzige, was wir alle jetzt nicht brauchen können. Was mischen Sie sich denn eigentlich hier an? Und wer sind Sie überhaupt? Ich bin, wer immer Sie wollen, aber ich bin nicht der Klempner. Oh. Das ist so schade. Vielleicht sehen die uns nachher. Monsieur le Detektiv. Zivile Übermittlung. Diskrete Übernachtung. Preise aller Art. Sie, Ulpe, was war los? Keine besonderen Vorkommnisse. Meine Frau hat Sie telefoniert? Jawohl. Was? Was hat sie gesagt? Er kann alles von ihr haben. Und was hat sie noch gesagt? Ja, die Mehrwertsteuer auch noch. Wer war es? Der Klempner. Hauen Sie bloß ab, Mensch! Jawohl. Monique! Küss mich! Wieso? Bist du krank? Nein, ich glaube, ich habe dir Unrecht getan. Ich liebe dich! Ich glaube, ich habe dir auch Unrecht getan. Ich liebe dich auch! Wissen Sie, meine Herrschaften, ich habe in meinem Leben schon viele Schwänke gespielt. Aber so, wie hier gelogen wird, habe ich einen besten Volkstheater noch nicht erlebt. Nicht einmal beim Milowitsch. Wann sind Sie denn hier reingekommen? Wenn ich Ihnen das sage, reichen Sie sofort die Scheidung ein. Monsieur le Commissaire. Und natürlich schweigsam wie ein Grab, jawohl. Die Polizei, dein Freund, dein Helfer. Ich sage auch nichts. Sonst müsste ja der Rechtsanwalt gleich die Scheidung einreichen. Monsieur Installateur. Diskretion, Klempnersache. So ist es recht, verschwiegen wie die Bundesliga. Dann gibt's ein Happy End. Der neue Mieter. Der neue Mieter? Ja, wir ziehen in eine größere Wohnung, vorausgesetzt es klappt und er übernimmt diese. Wenn das nur gut geht. Das ist der neue Mieter. Hoffentlich ist er auch der neue Mieter. Monique, das ist Herr Albert. Und ich bin Monique, seine Frau. Herr Albert ist Schweizer. Toll, Albert Schweizer. Ja. Ihre typische Handbewegung. Ja. Ja, und das ist die Wohnung. Wir ziehen nur ungern hier aus, wenn Sie wüssten, was wir hier alles gemeinsam erlebt haben. Das kann man sich gar nicht eigentlich vorstellen in dem kleinen Zimmer. Oh, in dem Zimmer steckt mehr drin, als ich glaube. Ja, lassen Sie sich von den wenigen Quadratmetern nicht beirren. In diese Wohnung kriegen Sie mehr hinein, als Sie sich in Ihren kühnsten Träumen vorstellen können. Und das alles für 500 Francs. Ja, dann zeigen Sie sie mir halt mal. Um Gottes Willen, bloß das nicht. Aber doch, gerne. Ich zeig sie Ihnen. Das Schlafzimmer. Der Hobbyraum. Alles klar, diskret, zivil. Die Küche. Hip, hip, hurra. Die Bar. Die Bar kann ich nur jedem empfehlen. Der Fernsehraum. Mach bloß keinen Ärger und nimm endlich die Wohnung. Das Büro. Es kommt das größte Irrenhaus auch nicht ohne Klempner aus. Ja, Kleiderraum und die Dusche. Liebling. Zu spät. Tja, also die Wohnung könnte mir schon gefallen. Aber wer sind all die Leute hier? Der Klempner. Also, ich habe ganz genau aufgepasst. In einem Schrank ist nichts drin. In welchem? Dem da. Maria Schell, ist das nichts? Sagen Sie bitte eine Frage. Warum musste ich eigentlich die ganze Zeit in dem Schrank stehen, wenn ich doch in dem Stück gar nicht mitspiele? Ach, das haben wir nur gemacht, damit die Schränke alle voll sind.
Klimbim. Ja, meine Damen und Herren, das war's. Das war das Ende von Klimbim. Und für uns war es ein schönes Ende. Schön, weil uns so viele berühmte Kollegen die letzte Ehre erwiesen haben. Und Ihnen gilt all unser Dank heute Abend. Wir bedanken uns bei Guido Baumann. Wir bedanken uns bei Heinz Schubert, der musste gleich nach seinem Auftritt wieder weg. Er spielt jetzt schon wieder irgendwo Theater. Vielen Dank, altes Ekel. Vielen Dank, Willi Milowitsch und Emma. Vielen Dank, Barbara Valentin. Und Monsieur le Detektiv Hans-Jörg Selmi. Monsieur Lavache, Horst Buchholz. Der Klempner, Theo Lingen. Und wir bedanken uns bei Maria Schell. In 10 Folgen Klimbim bedanken wir uns herzlich bei Ingrid Steger, Elisabeth Volkmann, Peer Augustinski, Helmut Holger, Horst Jüssen und Wichert von Roel. Guten Abend. Wir bleiben dir treu, bis wir uns einmal wieder.